Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Diesmal geht es um die Puerto Rico, die wir hier ja einmal im Gefecht haben. Ist ein Gefecht, was ich im Livestream aufgezeichnet habe, beziehungsweise als Replay habe und dann aufgezeichnet habe. Bin mit Uwe zusammengefahren, er in dem T9, dem Alaska-Kreuzer, und ich in der Puerto Rico. Ihr seht jetzt hier links schon eingeblendet die Kapitän-Skills und die Module, die ich hier verbaut hatte, die Verbrauchsmaterialien, die dabei sind, die seht ihr ja sowieso unten. Ja, was kann man zur Puerto Rico sagen? Wie gesagt, zweite Iteration, Verbesserung des Sigma-Werts hoch auf 2.2. Und das bei der Anzahl der Kanonen und der Mumpeln, das kann eine Menge Spaß versprechen, vor allen Dingen auch mit diesen verbesserten Abwehrwinkeln der Amerikaner. Dem riesen Hellspool, den dieses Schiff hat, ja, wollen wir uns mal ein bisschen eintauchen. Also, es ist ein großer Dampfer, der jetzt aber vernünftig spielbar ist, wie ich persönlich finde. Ja, ist ein bisschen spitz ausgedrückt, gebe ich zu. Er war vorher, ja, durch die große Streuung, die das Schiff vorher eben hatte, die Orientierung der Granaten zur Mitte, ja, der Sigma-Wert ist ja nichts anderes. Das gibt ja wieder, wie stark sich die Granaten in Richtung Mitte, also dahin, wo man zielt, orientiert, hilft dem Schiff deutlich. Und ich hatte schon sehr viele angenehme Gefechte mit diesem Dampfer. Und wir hatten hier im Vorwege die Alaska mit der Puerto Rico verglichen und sie ist doch eine ganze Ecke härter in vielerlei Hinsicht. Die Front und das Ende des Schiffes ist mit 27 mm gepanzert. Das bringt euch dann den Schutz, nämlich bis 387 mm Kaliber könnt ihr nicht overmatched werden. Das heißt, immer schön anstellen und ihr könnt diese Granaten eben abprallen lassen. Bei HE sieht das nicht ganz so gut aus, ne, mit den 27 mm vorne und hinten, sowie auf dem Deck mit den 38 mm. Da kommen natürlich die HE-geskillten Schiffe, die dann auch IFAE teilweise drauf haben und so weiter, natürlich ohne Probleme dann auch durch und der Schaden bleibt bei euch kleben. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ihr hier dadurch, dass ihr ein großer Kreuzer seid, recht lange brennt. Ne? Länger als andere Kreuzer, nämlich ihr brennt so lange wie ein Schlachtschiff und das ist halt der Größe des Schiffs halt irgendwie geschuldet und das sind halt so Balancing-Sachen, die hier da eine Rolle spielen. Hier hat die Sail Limit schon bereut, hier rausgefahren zu sein und hat da schon ordentlich Damage von uns mitbekommen, obwohl meine Schüsse nicht mal richtig optimal waren. War zwar eine Zitadelle mit dabei, aber irgendwie ist der Damage da nicht so richtig kleben geblieben. Achtet mal so ein bisschen auf die Schüsse, die wir da so abgeben, was da an Penetration und Overpens und so weiter dabei ist. Ja, wieder zwei Overpens, nur eine Pen dabei gewesen. Also da hätte ich halt besser zielen müssen sozusagen, damit die Granaten besser im Schiff landen. Wir haben uns jetzt hier auch ein Stück weit zurückfallen lassen, gerade in der Situation hier, weil wir nämlich mit der Alaska und der Puerto Rico plötzlich die einzigen waren, die vorne standen. Unsere Schlachtschiffe, die sind nämlich erst nur um den Vulkan auf der Ecke da rumgefahren, seht ihr jetzt gerade auf der Minimap, ja. Jetzt kommen die langsam nach vorne und jetzt halten wir dann aber auch Anschluss, ne? Das ist so das, was ihr dann durchaus mit beachten solltet, ja. Wenn Schlachtschiffe nach vorne fahren, bleibt da dran und mit der Alaska könnt ihr dann auch einen ordentlichen, respektive dann mit der Puerto Rico, könnt ihr hier auch einen ordentlichen Eindruck auf den Gegnern hinterlassen. Setzen wir schnell nochmal ab auf Friedrich den Großen hier. Und ihr seht es ja auch, ne, die Masse an Verbrauchsmaterialien, die wir hier haben. Schadensbegrenzungsteam in Slot 1, unbegrenzt verfügbar. Eine Minute Cooldown ist das, glaube ich, ungeskillt. Geskillt hier, bei mir sind es 57 Sekunden oder so. Dann haben wir defensiv Flakfeuer im Austausch mit Hydroakustik. Auch mega. In Slot 3 haben wir Jäger, Aufklärungsflugzeug oder eben Radar. Bis 10 Kilometer geht diese Radar. Habe ich hier sogar verbessert mit dem Modul. Ja, und hier habe ich gerade Megaschwein. Die Yamato konnte auf mich absetzen und ich habe die viel zu spät mitbekommen, dass die da ist. Und ja, ich habe da echt Glück gehabt, dass ich da keine Zitter gefressen habe. Und das hätte auch ganz doll ins Auge gehen können für mich. Echt mega Glück gehabt. Ja, und dann haben wir natürlich die Reparaturmannschaft hier dabei, die
28 Sekunden aktiv ist. Ich glaube, das sind 400 und Trefferpunkte, die da pro Sekunde wiederhergestellt werden mit der India-Delta-Flagge zusammen. Ne? Die habe ich hier auch natürlich dabei, genauso wie die Sierra Mike, die November-Foxtrot-Flagge. So eine Sachen sind da alle dabei. Ich habe hier auch sogar die Brandflaggen raufgeskillt, weil ich auch gerne mit der Alaska mal HE-Schaden mache. Ja, gerade über große Distanz, da muss man eben gucken, wann man AP und wann man HE benutzt, weil der Winkel nachher so ein bisschen anders ist. Eben hat uns die AP-Schelle auf dem Friedrich richtig was genützt, weil die Granaten relativ steil runtergefallen sind, dann durchs Deck kamen, Penetration übrig geblieben sind und das waren dann so knapp 6.700, 7.000 Trefferpunkte, die wir dem abgezogen haben. Aber ja, es ist eben immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Gerade wenn du dann auf ein Breitseiteschiff schießt, auf ganz große Distanz, ist es eher, also auf ganz große Distanz, 18,8 Kilometer ist hier die Reichweite, ist es halt durchaus zuträglicher, wenn man dann da eben ja, die AP-Granaten benutzt, wenn sie so steil runterfallen können. Wenn sie nicht so steil runterfallen können, dann lieber HE, das ist, wenn er auf so eine Mitteldistanz ist, weil das ist halt schwierig. Das muss man ein bisschen einschätzen lernen. Dann gibt es ja noch diesen Unterschied mit der AP, dass die so langsam fliegt, die HE, die fliegt schneller bei den Amerikanern, das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, auch darauf muss man sich einstellen. Das fällt mir immer besonders schwer, muss man ja sagen. Und ihr habt es ja eben gesehen, ich habe hier bei den Modulen keine Schadensbegrenzung, Systemmodifikation 1 oder 2 drin. Das ist hier eher auf Kreuzer spielweise geskillt. Ja, ich habe hier die Mobilität ein bisschen nach vorne gestellt. 12,8 Sekunden ist hier die Ruderstellzeit. Das fühlt sich jetzt wirklich an wie ein schwerer, super schwerer Kreuzer, könnte man sagen. Und der Teil ist eben auch recht groß. Ne? Wenn man hier die Ruderstellzeit nicht verkürzt, dann ist man bei 15,9 Sekunden und dann fühlt sich das wirklich an wie ein Schlachtschiff. Ja, muss man einfach so sagen, obwohl es dann eben nicht diese Kaliber eines Schlachtschiffs hat. Ja? Also deswegen, ich fühlte mich mit dieser Skillung hier eigentlich ziemlich zufrieden. Bin jetzt hier, nachdem wir A erobert haben, ran an den Berg gefahren, damit die Yamato und die Sowetski Soyuz mich da jetzt nicht fokussieren können so einfach. Hab jetzt ja hier noch Ziele, auf die ich schießen kann. Hört auf den Friedrich, vielleicht jetzt mal sogar umladen sollen, um davon, um da HE-Schaden drauf zu machen. Da wäre wahrscheinlich ein Ticken mehr hängen geblieben, weil hier eben die HE-Granaten eben auch 50 mm Panzerung penetrieren. Ne? Das wäre also auf dem Friedrich sogar durchs Deck gegangen. Ja, also das wäre also sehr, auch sehr cool gewesen. Gut, orientieren wir uns wieder ein Ticken mehr rückwärts. Die Ibuki. Immer so ein wendiges Ding, ja, da muss man immer ein bisschen besonders aufpassen. Und ja, da gehen die Granaten wieder vorbei. Ja, sonst Höchstgeschwindigkeit mit Sierra Mike 35,2. Ich habe es jetzt hier auf Tarnung geskillt ein bisschen, weil es ist ja am Ende auch immer noch ein Kreuzer. 27 mm ist eben 5 mm weniger Panzerung als bei den typischen Schlachtschiffen. Und da stehen sie jetzt. Jetzt habe ich gepennt und die Sowetski hat direkt auf mich abgesetzt. Und da kommt noch, ich glaube, Yamato hat da auch abgesetzt. Ach. Schwein gehabt, da die gut angewinkelt stand. Ne? Also die oberen 27, also die vorderen 27 mm, die wurden natürlich overmatched von beiden Kalibern. Aber ich habe da hinten halt eher mit der Ecke des Schiffes in Richtung der Gegner gestanden. Also mit der Ecke der Zitadelle und Kasematten nämlich. Und da ist der Overmatch zumindest für die Sowetski Soyuz nicht einfach möglich gewesen. Bei der Yamato wäre es eher möglich gewesen, weil da sind es eben 30 mm bei den Kasematten. Ich verkrümel mich jetzt hier und fahre ein bisschen um den Berg rum, um nicht so ganz direkt in der Front zu ihnen zu stehen und dann quasi das Priority-Target darzustellen. Oh, jetzt hat sie den Friedrich da hinten zerrissen, das ist schon mal gut, aber es sieht nicht so gut aus für unser Team im Moment. Wir haben zwar eine Menge Schiffe, aber ja, es ist so ein bisschen von den Punkten her definitiv für Team Rot schon so ein bisschen tickend. Aber ich konnte mich hier um die Ecke stehlen so ein bisschen und setze da schon auf die Yamato ab, hoffe auf diese verbesserten Winkel, ja, die die AP ja hat. Nehmen da schon mal 6.000 Punkte mit. Natürlich kommt man damit nicht durch diesen dicken Panzer von Yamato an der Seite unbedingt. Also zumindest nicht aus diesen Winkeln. Ja. Und dann geht die Sowetski Soyuz hier auf und der kann ich schon mal gleich die Breitseite da
abknöpfen, so ein bisschen. Kann davon profitieren. Sind schon mal 10.000 Trefferpunkte, die man da sofort mitnimmt. Leider sind auch da wieder 3 Overpens mit dabei gewesen. Jetzt hat auch die Savetsky Sojus erkannt, dass es hier Zeit ist, sich ein bisschen zu bewegen. Oder die hat mich immer noch nicht richtig mitbekommen. Keine Ahnung, was sie da macht. Wohl die Türme drehen sich überhaupt nicht. Dabei wäre ein schönes, leichtes Ziel. Und da kommen die nächsten Granaten an. Und da ist dann auch die Zita dabei. Also, das hat sie mindestens jetzt bereut, wenn sie mich jetzt denn überhaupt mitbekommen hat. Ich habe jetzt eher das Problem, da ich mich halt hier um die Insel so ein bisschen rum orientiert habe und auf der rechten Seite schon die Vanguard, die Wooster so ein bisschen aktiv ist und mir so ein bisschen einheizen kann. Ja, und deswegen bleibe ich jetzt hier nicht stehen, ja, weil wenn ich hier stehen bleiben würde, wäre noch schlimmer. Da könnte die Wooster mich die ganze Zeit richtig schön penetrieren mit ihren HE-Granaten. Und da sieht man jetzt auch, guckt auf meinen Health, wie viel Punkte ich da jetzt durch die Wooster verliere, immer durch diese scheiß HE-Pixer, 152 mm, die nerven, ja, immer schön mobil bleiben und die Ruderstellzeit jetzt ausnutzen, das ist das Einzige, was man jetzt halt noch machen kann. Ach, ich glaube, jetzt habe ich hier gerade noch die Sovetsky so jetzt nochmal erkannt, dass sie halt hinten rausgefahren ist. Ich dachte, sie fährt nur hinter die Insel, aber sie ist tatsächlich durchgestartet und ja, da kann man jetzt dann nochmal schön drauf absetzen, genau jetzt. Ja, sind wir jetzt schon in B gelandet, weil wir brauchen Caps, wir brauchen Cap-Punkte und da sind wir jetzt dabei. Flieger sind da auch unterwegs, da reagiert ein Ticken zu spät. Jetzt kommt jetzt ja die Flugsektorpriorisierung und das defensive Flakfeuer. Hätte ich früher reagiert, wären die Flieger alle weg gewesen, bevor die Torpedos im Wasser landen. Jetzt sind sie im Wasser, konnte ich aber trotzdem dodgen, glücklicherweise. Bin natürlich jetzt trotzdem Fokus, weil ich hier offen bin und im Cap. Ne? Die Minotaur, die hinten im Cap steht, die ist nicht offen, glaube ich. Muss mir jetzt also Alternativen suchen, fahre also ran an die Insel, die da vor mir liegt, um den Winkel zur Wooster so ein bisschen enger zu machen. Ja, also, ich hatte es ja schon gesagt, die Alaska wollte ich gerade sagen, die Puerto Rico, die macht eine Menge Spaß. Jetzt in dieser Version wirklich, ja, ich würde sagen, sie fühlt sich rundum gut an. Sie fühlt sich verwundbar an in gewissen Bereichen. Sie fühlt sich aber auch gut an, dass sie eben vernünftig Schaden austeilen kann. Man muss die Schwächen so ein bisschen umschiffen. Ja, wenn man das, also hier zum Beispiel diese HE-Anfälligkeit und so weiter. Wenn man das hinbekommt, ja, dann hat man, wie gesagt, mit dem Dampfer viel Spaß. Das fühlt sich für mich inzwischen sehr ausgeglichen an. Und ja, ich glaube, dass sie ein ganz guter Pendant zur Stalingrad ist. Ja, die Stalingrad ist ja vorne ein Ticken weicher, hat nur 25 mm, hier haben wir 27, dafür ist der Deck bei der Stalingrad wieder ein Ticken härter gepanzert. Also die tauschen sich da so ein bisschen aus, sage ich jetzt einfach mal. Hier haben wir ein Geschütz mehr, ja, die Stalingrad hat ein Geschütz weniger, die Panzerung an der Seite ist ein bisschen schwächer bei der Stalingrad, hier ist sie wieder härter. Also ihr merkt schon, das ist so 1:1 und das bringt mich jetzt eigentlich zu dem Punkt, für was könnte dieses Schiff eigentlich in die Waffenkammer oder so kommen. Ja, das ist ein T-10-Schiff. Hoffnungsvoll wird es nicht im Store verkauft, aus meiner persönlichen Sicht, sondern es wird eben für ja, Kohle oder Stahl in den in Store kommen, also ja, in die Waffenkammer kommen. Oh, da tankt sich jetzt hier die Wooster so ein bisschen durch. Ich stehe hinterm Berg, kann ich direkt drauf schießen. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Denkt ihr, wird ein Stahl oder wird es ein Kohleschiff? Ich persönlich hoffe, dass es ein Kohleschiff wird, für meine Begriffe. Ja, so ein bisschen als Gegenpart zu Yoshino. Ja, weil es eben eine verbesserte Alaska ist, sage ich jetzt einfach mal ganz doof gesagt. Ein bisschen einfach ausgedrückt, ein bisschen platt, gebe ich zu, weil bei der Alaska ist Turm weniger, Panzerung anders und so weiter. Also auch die Alaska-Panzerung ist schwächer als die Panzerung der Puerto Rico, gerade an der Seite und auf dem Deck und bei den Kasematten. Deck, Kasematten 2 mm weniger, an der Seite die Zitadelle, die hat 30, 40 mm weniger. Aber ja, ich bin jetzt hier dabei, die Wooster zu bekämpfen, die jetzt hier vorne reinfährt und hofft, mich rausnehmen zu können. Die Minotaur ist da auch noch. Ich glaube, die Minotaur überrascht den Wooster jetzt auch ein bisschen. Ich biete Breitseite, ich habe zwar wenig Trefferpunkte, aber ich kann meinen Healthpool hier reinwerfen. Und damit kann die Minotaur jetzt ordentlich mithelfen, da um ja, ein bisschen was riskieren, weil die Minotaur wäre natürlich das viel einfachere Opfer für die Wooster. Mich kriegt sie nicht so schnell runter. Nichtsdestotrotz, ich habe hier meine Trefferpunkte mit ins Gefecht geworfen und kann dann jetzt hier auch noch mit absetzen. Und die Wooster ist schon raus, weil sie plötzlich überrascht wurde von der Minotaur. Und ja, sie hat nur mich gesehen und wollte mich dann eben raus rushen. Ist ihr nicht gelungen. Hat sie bereut.
Ja, und dann Midway hier noch im Anflug auf die Minotaur mit meiner Flak jetzt zusammen. Bist du halt eine relativ heftige Dreamteam, sage ich jetzt einfach mal. Die Midway konnte jetzt halt Gebirge ausnutzen, weil die Flak da nicht durchwirken kann. Ist dann halt um die Ecke geflogen. Ja, das ist okay. Ja, also insgesamt, ich glaube, ihr merkt schon, die Puerto Rico ist in dieser Art und Weise definitiv ein Schiff, was Spaß machen kann. Es ist ein super großer Kreuzer, fühlt sich schon manchmal an wie so ein Schlachtschiff, vom Kaliber eher wie so ein Kreuzer, von der Fahrweise mit der Ruderstellzeit auch wie so ein Kreuzer. Das ist eine, irgendwie finde ich, das, könnte man sagen, wie so eine gesunde Mischung fühlt sich das an. Ja, ich würde von der Tendenz her auf jeden Fall eher auf Distanz, kommt immer darauf an, was man für Ziele eben bekämpft, wahrscheinlich eher zu HE tendieren und dann, gerade im Nahkampf dann besonders auf AP gehen. Bei Flugzeugträgern ist AP sicherlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also die Kreuzer dann AP reindrücken, bei Schlachtschiffen ist man mit HE sicherlich auf jeden Fall auf der Safe-Seite. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, weil der Pen hier relativ gut ist. Meine Erkennbarkeit hier hatte ich runtergeskillt auf 13,8 Kilometer mit der Doppeltarnung. Das hilft dem Schiff auf jeden Fall, sich auch mal so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, wenn es wenn es notwendig ist. Ne? Ja, und das war das Gefecht. Ich hoffe, es war spannend für euch, war ein bisschen unterhaltsam. Wir konnten hier jetzt wohl das Gefecht doch erfolgreich drehen. Da fliegt nochmal eine Fackel ins Wasser. Es war ein aufregendes Gefecht. Im Livestream haben wir das dementsprechend auch gefeiert, dass wir das noch mitnehmen konnten. Ja, und das soll es gewesen sein zu der Puerto Rico. Ne? Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lege ich euch ans Herz. Lasst mir einen Daumen nach oben da, drückt auf Abonnieren und vergesst die Glocke nicht. Wenn ihr das macht, dann gibt es halt auch weitere Videos für euch in eurer Timeline. Und ja, ich sage jetzt danke für eure Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Seacross-Kanal. Haut rein, euer Seacross-Team. Euer Andi. Ciao, ciao. Unser Sieg ist in Sicht.